Ich habe nie gedacht, dass man durch ein Bild die ganze Leben verändert. Das war mein zweiter Tag in Spandau in die Flüchtlingsheim. Da habe ich gesehen, das war kein normaler Tag, weil alles so sauber war und es gab sehr viele Journalisten. Ich wusste nicht, wer zu uns besuchen kommt. Und danach habe ich eine Frau gesehen, die, also viele Security, viele Sicherheitsleute, wollen die Frau schützen. Und ich habe mir gedacht, das ist auf jeden Fall ein sehr berühmter Mensch in Deutschland. Und ich wollte mit sie einen Selfie machen. Da waren Journalisten, sie haben mich auch fotografiert, ohne mich zu fragen. Ich habe in den gleichen Tag mein Bild als Profilbild im Facebook gepostet. War im Facebook, ich habe es zu meinen Freunden geschickt, ich habe es zu meinen Eltern, überall, ich habe das selber gemacht, weil ich finde selber das Bild, ich war sehr stolz, also dass ich das Bild mit Frau Merkel gemacht habe. Eine Woche später, als ich berühmt geworden in sozialen Medien, also im Facebook, Instagram, überall meine Bild war bekannt, da fingen an, die Leute Kommentare zu schreiben. Ich habe ein Zimmer und ihr könnt bei uns wohnen. Und ich hatte wirklich drei deutsche Familien besucht und ich habe mich am Ende für eine Familie entschieden. En Allemagne, l'opinion publique à ce moment-là, on est dans ce qu'on appelle la Willkommenskultur, qui est la culture de l'accueil, où on se rappelle de ces images des gens dans les gares de Munich qui voyaient les gens arriver depuis Budapest, où il y avait des haies d'Allemands qui applaudissaient les migrants. Um ehrlich zu sagen, Deutschland war nicht meine Entscheidung, aber da war ich gezwungen, also weil ich stehe auf den Grenzen. Und Deutschland war die einzige Land, die Flüchtlinge aufgenommen hat. Ich komme aus Daria, das ist eine kleine Stadt neben Damaskus, neben der Hauptstadt. Da habe ich 3 Jahre im Krieg erlebt. Viele Flugzeuge haben unsere Häuser zerstört. Da war richtig viel Blut auf dem Boden, wo man wirklich Leichen von den Menschen auf der Straße sieht. Als ich mich entschieden habe, meine Heimat zu verlassen, ich war noch 18 Jahre alt. Ich bin mit einem kleinen Boot mit 30 Menschen aus dem Meer gefahren nach Griechenland. Das hat ungefähr 4 Stunden gedauert. Das war die schlimmste Erfahrung in meinem Leben, weil das so gefährlich war. Und wirklich, das Risiko ist ganz hoch zu sterben. Das hat ungefähr 1 Monat und 10 Tage gedauert, bis ich nach Berlin angekommen bin. La crise des migrants qui ne se calme pas en ce moment, loin de là, la plus grave crise migratoire depuis la Seconde Guerre mondiale. Les chiffres qui concernent les migrants sont vertigineux. Ils n'ont jamais été aussi nombreux à arriver sur les côtes européennes. Main tendue, ils supplient les secouristes de mettre fin à leur calvaire. Ils sont marocains, soudanais, érythréens. Chacun tente de sauver sa peau. Il y,
y a plusieurs drames en fait dans l'histoire des migrants. Forcément, on entend parler des gens qui se noient. On a des cas de personnes qui essaient de passer la frontière, qui se font soit tabasser par les flics en Hongrie, soit qui rentrent à 20 dans des camions et ressortent en fait asphyxiés. Une patrouille de police a trouvé ce camion. Ils l'ont contrôlé et ils ont remarqué que du sang s'écoulait de l'arrière. Il y avait une odeur de cadavre. Il y a un peu ces choses-là qui choquent et qui renforcent l'opinion publique à dire il faut faire quelque chose. Il faut que nous, les Allemands, on ne peut pas laisser faire ça. Et donc, le 25 août, l'Allemagne décide d'accueillir les Syriens. Deutschland ist ein starkes Land und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Quand Anas Modamani rencontre Angela Merkel, c'est le 10 septembre, donc on est à peine à 2 semaines de l'ouverture des frontières allemandes aux demandeurs d'asile syriens. La photo vit sa vie journalistique qui est d'être une photo d'illustration de la visite d'Angela Merkel avec peut-être cette histoire un peu drôle du Syrien qui fait un selfie avec Angela Merkel, mais elle s'arrête là. La photo disparaît avec l'actualité et elle va ressurgir en fait avec d'autres actualités qui n'ont rien à voir avec Anas Modamani et qui n'ont rien à voir avec Angela Merkel. De l'attentat de Bruxelles en mars 2016, on retrouve cette photo qui est partagée sur Facebook par des gens qui disent que le fameux migrant qui avait pris une photo avec Angela Merkel est en fait devenu un terroriste à l'origine des attentats de Bruxelles. Et pour le démontrer, en fait, on met des photos de l'homme au selfie et de l'homme recherché. Donc les gens vont s'échanger cette image en disant « Regarde, tu te rends compte, c'est en fait le Syrien qui a fait le selfie avec Merkel, ce type qu'elle a embrassé, et eh ben en fait c'est lui le tueur, c'est lui qui vient nous tuer chez nous. » Une certaine similitude ne peut être niée. Il aurait dû se faire sauter avec sa ceinture explosive. Ensuite il aurait été déclaré sain. Ils se ressemblent tous. Als ich mein Bild gesehen habe, dass die Menschen mich als Terrorist genannt haben, ich habe sehr viel geweint. Ich bin die ganze Zeit zu Hause geblieben, weil ich hatte viel Angst von den Leuten, die auf der Straße laufen, mich zu erkennen oder mich zu schlagen. Meine Mutter hat mich angerufen und sie hat angefangen zu weinen und sagt, Anas, bitte lösch das Bild vom Internet. Und ich habe meiner Mutter gesagt, ich kann das einfach nicht löschen, also ich habe keine Kontrolle. La cible, je pense pas que ça soit Anas en fait, c'est... La vie d'un migrant syrien en particulier ne les intéresse pas. Ce qui est visé ici, c'est le « wir schaffen das » d'Angela Merkel. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Pour les Allemands, la question, c'est de dire est-ce que les réfugiés sont intégrés? C'est bon? Est-ce qu'ils travaillent? Est-ce qu'ils parlent allemand? Et donc, il y a cette question qui est tout le temps posée, avec toujours ce côté en disant non, Angela Merkel n'a pas réussi l'intégration puisqu'il y a des attentats. Et ça, c'est un truc qui est partagé par beaucoup de personnes d'extrême droite, parfois des hommes politiques de l'AFD. Bodies on the floor. Some of them were blessed, some of them were almost dead. It was really dramatic. Too much blood. Yeah, too much blood. Also, I cannot describe this really. Ich habe selber versucht, das Bild von Internet rauszulöschen. Also die Freunde, die ich kenne, haben auch zu Facebook eine Mail geschrieben, das ist Fake News. Sie haben gemeldet als Fake News. Und Facebook hat das
gar nicht reagiert. Also das Bild steht immer im Internet. C'est très compliqué en fait d'avoir le contrôle sur ces contenus sur Internet, puisqu'il y a un peu cette règle où rien ne disparaît sur Internet. Et rien ne disparaît, c'est aussi bien le selfie innocent que lui a pris que les montages qui l'accusent d'être le terroriste avec des pseudos flèches qui me disent « Regardez, là, c'est la même personne », tout ça. Ich habe ein paar Fragen gestellt zu den Leuten, die ich kenne, und die sagten, wirklich kann man in Deutschland eine Antwort finden und Facebook verklagen, um das Foto zu löschen. Dann ich hatte eine Antwort gesucht mit meiner deutschen Familie, die früher bei sich gewohnt habe. Und ich habe mit dem Anwalt Kontakt verbunden. Ich bin hier, ich lebe seit einem Jahr und vier Monaten in Berlin. Ich habe nie Probleme gehabt, bin ich zufrieden hier. Und die Leute sind Fake News. Sie sind Lügner. Also sie machen sehr schlecht Bild, sie hassen uns. Beaucoup de personnes avaient l'espoir que voilà, Facebook doive payer une amende très importante à Anas Madamani, sauf que ça ne va pas vraiment aboutir, puisque le tribunal de Würzburg va dire que Facebook ne peut pas être tenu responsable des contenus qui sont diffusés sur son réseau. Facebook pourra retirer des contenus si vous lui signalez. Ce qui implique pour Anas de devoir signaler à chaque fois les contenus qui peuvent être partagés par 1000 personnes, qu'il les fasse individuellement pour supprimer ça. The picture has been online for 10 weeks and is still online as we speak today. So the message for Facebook could be, well, in Germany you can basically do whatever you want. Ich bin gar nicht zufrieden mit dem Urteil, was die Entscheidung, die Gericht getroffen hat. Weil jetzt denken die Menschen, ich kann alles schreiben, was ich will, und es gibt kein richtiges Gesetz, wo die Leute wirklich bestrafen werden. Also ich habe verloren und jetzt werden die Menschen einfach mehr Fake News machen. Twitter löscht nur 1% der strafbaren Inhalte und bei Facebook ist es deutlich weniger als 50%. Dass das aber funktioniert, zeigt YouTube, denn die löschen 90% der strafbaren Inhalte. Die Meinungsfreiheit findet ihre Grenzen am Strafrecht. On vise les réseaux sociaux qui hébergent ces commentaires en leur disant « Vos plateformes accueillent des contenus illégaux, qui sont soit des images ou parfois des commentaires. » Donc ce qu'on va faire, c'est vous allez nettoyer tout ça, ce qui est très compliqué. Parce que où est-ce qu'est la limite entre la liberté d'expression et le contenu illicite? Et qui est Facebook pour pouvoir décider ce qui est une opinion ou un délit? Ich habe die Geschichte fast vergessen und ich wohne jetzt, ich habe eine einige Wohnung, ich habe mein einiges Leben und die interessiert mir nicht jetzt. Also ich kümmere um andere Sachen jetzt. Ich kümmere mich um einen anderen Sachen, wo ich wirklich, wie ich studiere hier, also an meine, was wüsste ich vor mich, was vor die Zukunft.